Ja, und damit sage ich Ahoi und willkommen zurück hier zu The Witcher 3 Wild Hunt. Mit mir dem Blackbeard. Wir sind ziemlich angeschlagen. Haben hier so ein paar Kämpfe bestritten, hier wo wir gerade stehen. Haben hier unten in der letzten Folge hier noch gegen die Ertrunkenen gekämpft. Die alles am Verschwunden sind. Und unsere Gesundheit geht es nicht gerade gut. Also essen wir einfach mal ein bisschen Brot. Lass uns einfach ein bisschen regenerieren, die Gesundheit. Noch ein bisschen Wolfsleber, die kann man auch noch essen dann zur Not. Ein bisschen rohes Fleisch muss sein. So. Und wir haben ja hier mit dem Herrn Dune gesprochen. Genau, der Herr Dune, der saß ja hier vorne auf dem... Hier saß er ja mit seinem mit dem Hund. Hat ja mit dem Hund gesprochen gehabt und er sucht auch nach einem Gefallenen. Also er war derjenige, der den den Ausschlag angebracht hat hier an der Tafel. Hier ist Oliver unterwegs. Sind die alle weniger glücklich hier? Ah, der Dings da. Genau der Dings da. Pass auf, wo du hintrittst. Ey, du bist in mich reingerannt, du Blödmann. Und er hat uns ja jetzt gebeten, uns mit ihm zu treffen. Hier oben, irgendwo am Rande der Schlachtfelder hier oben. Wir sollen ihm die Gule vom Leib halten, während er nach seinem verstorbenen Bruder sucht. Ich würde sagen, bevor wir das machen, gehen wir noch ganz kurz hier zu diesem nicht erkundeten Ort, der noch versteckt ist. Quasi hier auf der Rückseite von uns. Gehen wir mal ganz kurz darüber. Ziehen wir mal das Schwert. Da ist ein Wolf. Komm, den Gegner. Bist du hässlich. Greifen wir gerade noch an hier. Die erledigen wir noch ganz kurz hier. Aua. Ich fress einfach zu viel Schaden, aber das ist egal. Hauptsache rein und metzeln, denn das ist Witcher. Einfach metzeln. Also oben komme ich da hoch irgendwie? Nein, da komme ich nicht hoch. Wie komme ich da oben hin? Ich möchte gerne da hoch. Da oben ist was. Oh shit. Oha. Au. Aber ein bisschen tief da stürzt. Da wollte ich ja gar nicht runter. Wo bin ich denn da hoch? Kann ich über die Steine klettern vielleicht? Ach nee, hier kann ich hoch, oder? Kann ich hochlaufen, die Tatsache. Kann ich hier hinauf? Kann ich hochklettern? Kann ich hier hochklettern? Was haben wir denn hier? Los! Ist da Türe? Mal wieder. Tabakpfeife und ein kleiner Knüppel. Scheiße. Na komm schon. Komm, die Tür ist aber ganz schnell hier. Er ist tot. Und jetzt noch den letzten hier. Den Anführer. What? Er ist nicht tot? Nein, wir sind gestorben. Oh. Du bist tot. Unser erster Tod. Sehr schön. Letzten Spielstand laden. Verdammt. Ich dachte, der wäre tot gewesen, der Kerl hinter uns. Das Ganze noch einmal. Wie die Wölfe und... Okay, auf geht's. Auf ein neues, Freunde. Auf ein neues. So. Ups, einmal hier über die Mauer gesprungen. Ganz kurz hier was essen. Ob das was bringt, wenn man das doppelt stackt quasi? Ich weiß es nicht. Einfach noch eine Wolfsleber. Oh, die regeneriert 10 Sekunden lang. Die Gesundheit ist sehr gut. So, mit Full Life sollte es dann, na, mit nahezu Full Life sollte es eigentlich dann gar kein Problem mehr sein. Da hoch irgendwie gerade. Wo waren jetzt diese komische Dingens? Da ist der Pfad. Kommt er da jetzt nicht mehr hoch oder was hier? Nein, da kommt er jetzt nicht mehr hoch. Da kommt, ja. Nein, da geht's nicht hoch. Okay.
Was liegt denn da für ein Bündel? Falle? Da sind Ertrunkene. Haben die mich gesehen? Nein, die haben mich nicht gesehen. Okay. Die ignorieren wir jetzt einfach mal, die zwei Jungs da vorne. Die ignorieren wir jetzt einfach mal gekonnt. Dann gehen wir wieder hier hinauf. Was, in die Häuser? In die Häuser! Warum schubst du mich? Weil da ein Wolf war, kleines Mädchen. In die Häuser! Hey, der Wolf ist tot. Mein lieber Freund, der Wolf ist tot. So, aber ich will immer noch da hoch. Ich will jetzt immer noch da oben die komischen Deserteure töten. Okay, da waren wir wieder ganz unten. Herzlichen Glückwunsch. Aber hier kommen wir wenigstens wieder hoch. Oh, müssen wir echt nochmal einmal außen rum rennen. Hey, die von hinten angreifen, mein Freund. Okay, müssen wir nochmal hier rumlaufen. Okay. Macht ja nichts. Aber da springen wir dann einfach nur runter. Und die ist auch blöde. Oh, warte mal gerade. Nein. Da kommt er nicht hoch. Da kommt sie nicht hoch. Nein, will sie nicht. Okay. An dem Seil will er auch nicht hoch. Kann er hier an den Ranken vielleicht hochklettern? Nein. Da geht's nicht hoch. Nicht nachlassen! Verdammt. Komm, zieh doch dein Schwert, Mensch, du Blödmann! Zieh dein Schwert! Zieh's fucking Schwert, Mensch! Komm schon, komm näher! Hat's weh getan? Dann ist ja gut! Und die sind wieder tot. Okay, das war. Weil er. Oh Mann, wieso hat er denn sein scheiß Schwert nicht gezogen? Ich hämmer die 1 und er zieht das verfickte Schwert nicht. Oh Mann, oh. Ist das ärgerlich, ey. Einen komischen Zauber hat er auch nicht gemacht, obwohl ich den gedrückt hatte. Mann. Auf ein neues. Noch einmal. Da war der erste Anlauf, hier war doch wesentlich besser, oder? So. Wölfe töten. Hä? Da ist er. Rohes Fleisch und hier von ihm nochmal ganz gut. Auch nochmal rohes Fleisch mitnehmen. Und jetzt zieht auf einmal sein Schwert, oder was hier? Ganz kurz, die weg. Muss mal ein bisschen Brot essen hier. Und noch mal ein bisschen Wolfsleber, um mal ein bisschen wieder Gesundheit hoch zu pushen. Und noch einmal kommen. Das ist nicht dein Tag.
Reißt ihm die Eier ab! Was machst du mich kalt? Ich mach dich kalt. So, mein lieber Freund. So, jetzt haben wir es aber hier. Nun haben wir sie aber endlich erledigt. Sehr schön. Hat ja lange genug gedauert hier. Und sie war wieder fast tot. Oh, gerade stand hier vorne nicht noch einer auf der Mauer? Nee, der ist auch schon weg. Okay. Können wir nichts mehr plündern? Da können wir noch ein bisschen plündern. Ein bisschen Phosphor, ein bisschen Baumwolle. Hier haben wir noch eine Schatztruhe. Einfach Hörprotokoll. Ein Questgegenstand. Schatzsuche, Vipernschulenausrüstung. Okay. Hier ist sonst noch was Schönes hier oben. Können das Feuer löschen hier, aber sonst aber nichts mehr zu plündern, oder? Mein Hexersinn sagt nein. Okay. Ihn hatten wir ja schon, ne? Ja. Gut, dann gehen wir mal ganz kurz wieder hier runter. Und wo soll man hin? Das war dies. Hier vorne haben wir noch was. Ich würde sagen, wir folgen jetzt einfach dem Weg hier, gucken uns da hier oben den nicht erkundeten Ort an. Und mal schauen, was uns dort erwartet. Also allererst, speichern. Den einmal kurz überschreiben, alles klar. Und weiter geht's. Aua! Hallo Freund! Und tot! Mit einer schönen Combo-Attacke ausgeschaltet. Wunderbar! Geld und ein Schwert und Öl. Was hat er hier noch dabei gehabt? Ein Anfänger-Rüstungs-Reparaturs-Set. Oder ein rostiges Sovigradar-Schwert. Mal schauen, was ist denn besser? Gut, die Knüppel können wir nicht tragen. Das ist schlechter, schlechter. Und obwohl, das ist ein bisschen besser, das Nilfgaardische Langschwert. Plus einen Schaden. Schlechter, schlechter. Die Stiefel sind auch schlechter, als die wir momentan anhaben. Okay. Was haben wir sonst noch dabei? Wir haben auch hier das zornig hingekritzelte Zeilen. Okay. Lederbänder, Öl, Phosphor, was auch immer. Ein Verhörprotokoll. Ohren, Floren, Fläschchen und ein Rasiermesser. Alles klar. So, wir haben noch 180 Schritte zu gehen. Ich würde sagen, da laufen wir die einfach mal jetzt, oder? Essen noch ein bisschen rohes Fleisch. Und dann schauen wir doch mal, was uns hier auf dem Schlachtfeld erwartet. So viele Tote. Oh. Dabei hat der Krieg gerade erst begonnen. Ein stumpfes Beil. Aufgenommen. Ein rostiges Novigradar Schwert. Hier kann man die Waffen looten. Noch sehr schön. Ach, hier. Ja, ist ja gut, Husar. Du bist hier. Gut. Bastian,
Seine Leiche muss hier irgendwo sein. Unter zahllosen weiteren. Willst du sie einzeln untersuchen? Das könnte dauern. Keine Sorge. Die Rekruten aus Weißgarten führen eine kleine Blume auf dem Schild, damit sie sich in der Schlacht erkennen. Es waren nur ein paar. Wenn wir nach Blumen suchen, finden wir Bastian bald. Nichts für ungut, aber viele Soldaten haben ihre Schilde fallen gelassen. Vor allem auf der Verliererseite. Wenn wir nur den Schild finden, nimmt Husar die Fährte auf und führt uns zu Bastian. Komm, je schneller wir es hinter uns haben, desto besser. Im Kampf gefallen, such mit Hilfe deiner Hexersinne nach chimärischen Schilden mit aufgemalten kleinen weißen Blumen. Zielgebiete, Ziele werden dir manchmal als Gebiet angezeigt, wenn die genaue Position unbekannt ist. Begib dich ins markierte Gebiet. Stumpfes Beil, Asche. Rohes Fleisch. Noch ein stumpfes Beil. Da vorne sind die Ghule unterwegs. Noch ein stumpfes Beil. Ich weiß gar nicht, warum ich die ganzen Beile mitnehme. So, erstmal hier gegen die Ghule kämpfen. Erstmal die Ghule ausschalten. Was jetzt, du Stück Dreck? Erstmal die Ghule ausschalten, aua. Also das Schiff geben. Na komm, stirb. Suche nach auffälligen Objekten. Ja, ich möchte aber ganz gerne erstmal hier ein bisschen Wasserflasche, alles klar. Gut, kann ich jetzt gerade nicht plündern. Wenn du Spuren findest, näher dich hin und drücke E, um sie zu untersuchen, okay? Ist er das? Nein. Der Nachbarssohn. Na los, Husar. Kannst du Bastian wittern, Junge? Ach, immer noch nichts. Mal ganz schnell was essen. Ein bisschen rohes Fleisch hier geht immer. Oder eine Backkartoffel hinterher schieben, so. Oh, ich bin noch außerhalb des Suchgebietes. Sollen die Ghule mich bei lebendigem Leib auffressen? Wenn nicht, hol mir eine gesenkte Sau. Hilf mir lieber. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Hier. Ist er das? Nein. Der Nachbarssohn. Ach, hier war hier schon. Da vorne ist noch was. Da vorne ist noch so ein Schild. Na los, Husar. Kannst du Bastian wittern, Junge? Ach, immer noch nichts. Hey, ich habe doch hier noch ein Schild gefunden. Wieso kann ich das nicht untersuchen? Mensch, so ein Blödsinn aber auch. Hier, komm her. Jetzt ist wohl kein guter Zeitpunkt zum Reden. Tun wir, was wir tun müssen. Ich will auch nicht reden, ich will das ja untersuchen. Nein, sieht ihm gar nicht ähnlich. Mensch, wo ist denn der? Na los, Husar. Kannst du Bastian wittern, Junge? Ach, immer noch nichts. Oder hier noch ein Pferd hinter? Hm. Meint, das ist nicht so ein Schild? Ich bin auch schon wieder raus aus dem Gebiet. Wo ist denn der Kerl jetzt hier? Das ist es auch nicht. Das ist es nicht.
Das ist es nicht. Wo ist denn das Schild? Dann nehmen wir noch einen Beil mit hier. Das Schild ist es auch nicht. Ist der hier vielleicht irgendwo bei? Ich bin schon wieder raus aus dem Suchgebiet. Ich finde den nicht, bin ich zu blöde? Hier bin ich schon wieder außerhalb des Suchgebiets. Hier ist noch ein Schild. Uff, die Haut ist verbrannt. Schwer zu sagen, ich weiß, aber könnte er das sein? Ich... Bastian war groß und breitschultrig. Der hier kommt mir kleiner vor. Aber vielleicht liegt es im Feuer. Er hat ihn! Husar hat seine Fährte! Komm! Okay. Dann mal hinterher. Dann mal schauen, was uns hier noch erwartet. Aber das ist doch nicht alles. Ein Leutnant hat angeordnet, dass wir auf Kommando kacken. Da prasseln die Ballistenbolzen um uns nieder und er sagt, Soldaten mit vollem Gedärm gehen nicht aufs Schlachtfeld. Geschissen wird, das ist ein Befehl. Ist das zu glauben? Der Idiot. Aufhören! Du bringst mich um! Meine Rippen, das Lachen schmerzt! Du brauchst einen Druckverband. Aber zuerst, was ist hier eigentlich los? Bastian, ist er... Hat dieser Nilfgaarder dich gefangen? Nein, er hat mir das Leben gerettet. Ich hatte einen Hieb in die Seite gekriegt und einen Schlag auf den Kopf. Ich hab nichts gesehen. Rosin hier hat mich gefunden, als er übers Schlachtfeld gekrochen ist. Sein Bein ist verdreht. Da hat ein Krüppel einen Blinden geführt. Bis hierher. Ich bring dich nach Hause. Wir müssen uns um deine Wunden kümmern. Ich lasse Rosin nicht hier. Alleine stirbt er. Und zurück kann er nicht. Er ist desertiert. Sie werden ihn hängen. Und wenn sie ihn bei uns finden... Dann hängen sie uns alle auf. Auch meine Liesje. Nein, der schwarze bleibt hier. Dein Bruder hat recht. Ist es zu gefährlich? Oder wenn er nicht wäre, wäre Bastian tot. Nein, wir sind vernünftig, oder? Ist vernünftig. Ich meine, es ist halt so. Ne? Wenn er nicht gewesen wäre, dann Nilfgaarder, wäre Bastian ja wirklich gestorben. Oder? Dann wäre Bastian tot. Der wäre elendig auf einem Schlachtfeld verreckt. Und hier unser Dune hat ihn, seinen Bruder, nie wieder lebend gesehen. Also... entscheide ich mich für Punkt 2. Wenn er nicht wäre, wäre Bastian tot. Bastian hat es nur mit der Hilfe dieses Schwarzen geschafft. Vielleicht solltest du zeigen, dass Nordlinge nicht die Barbaren sind, als die man sie in Nilfgaard hinstellt. Tja, er könnte Papas Kleider haben und Feldarbeit lernen. Aber dieser Akzent... Na schön, ich nehme ihn auf. Danke, Hexer. Deine Belohnung. Und die Götter mögen dich schützen. Jawohl. Quest abgeschlossen und 25 Erfahrungspunkte dafür gekriegt. Quest abgeschlossen, yay. Haben wir irgendwas zu plündern? Oh, da ist ein Sack. Den können wir noch looten, Freunde. Loot. Was ist da drinnen? Alchemistenpulver. Was haben wir hier noch? Alchemistische Paste. Und dann wird auch noch ein Sack, oder? Genau. Nehmen wir nochmal alchemistische Sackpaste. Kann ich mit denen reden? Nein. Gut. Und hier Husa, der sitzt hier vorne. Braves Hundchen. Ich würde dir gerne streicheln oder so, oder irgendwie eine Leckerli geben. Ja, drück X, um damit ein Pferd zu dir kommt. Ja, ich weiß. Vielen Dank. Du hast mir einen Schrecken eingejagt. So, was geht denn jetzt weiter hier? Sehr schön. Haben wir doch gleich die Quest abgeschlossen hier. Ich freue mich. Ich würde sagen... wir machen uns dann jetzt wirklich auf den Weg da hoch Richtung... Nilfgaardische Feste, um quasi dort dann
die die Wachen dazu nachzufragen, nach Yennefer, ob sie was von Yennefer erfahren haben, oder? Klingt doch nach einem Plan, würde ich sagen, oder? Das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Und deswegen würde ich sagen, machen wir einfach mal hier mal wieder XXX Escape. Speichern mal ganz kurz das Spiel. Ich weiß nicht, warum ich gerade in so einen französischen Akzent verfallen bin. Keine Ahnung. Rufen uns das Pferd. Mal noch ganz kurz die Karte aufsetzen uns. Setzen uns hier einen Wegpunkt hin. Weil da reiten wir auf geradem Wege hin. Da kommen schon Plötze. So. Und auf geht's. Ab geht's im Galopp. Na, wir reiten. Nee, komm, wir reiten den Weg. Wir reiten den Weg entlang. Ich meine, ist jetzt nicht so, dass wir da großartig weit weg einen großen Umweg genommen haben. Ich meine, wir sind die Strecke eben gerade auch zu Fuß gelaufen. Und von daher passt das schon alles wunderbar. Ja, Freunde, damit haben wir jetzt auch die erste Quest dann so letztendlich abgeschlossen, wie es mir scheint. Da unten sind noch die zwei Ertrunkenen. Die ignoriere ich jetzt einfach mal. Hier müssen die Pferde aussauern, sich das Pferd wieder die Ausdauer regenerieren. Was ist denn hier noch? Das will ich mir auch noch ganz kurz anschauen hier. Was ist hier? Hallo? Irgendjemand zu Hause? Das ist eine Brücke. Oh, hier kann man Sachen looten. Glyphe, Pferdehaut, irgendwas, all mögliche Zeug. Seelenschnaps, Wasseressenz, Silberbarren, Schwefel, Wolfsleber und Kohle. Lauter alchemische Zutaten. Okay, sehr schön. Nun gut. Komm schon, Plätze. Dann wollen wir mal ganz kurz auf die Karte schauen. Ja, ich weiß, ich schaue regelmäßig auf die Karte, weil ich habe keinen Bock, mich irgendwie jetzt großartig zu verreiten. Alles klar, wir müssen einfach nur hier lang. Also geht's im vollen Galopp zurück in die Stadt. Aktivieren wir mal zwischendurch mal die Hexersinne. Vielleicht entdecken wir hier unterwegs was. Erspähen wir irgendwas. Gut, hier steht noch der Karren von dem Händler. Bei dem können wir auch noch ganz kurz vorbei und das Zeug verkaufen. Okay, unser Pferd kann auch springen. Sehr schön. Das finde ich cool. Steigen wir mal ganz kurz hier ab. Grüß dich. Und quatsch mal mit ihm. Verkaufe noch ein bisschen Zeug. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Dann verkaufen wir jetzt hier noch ein wenig Zeug. Den verkaufen wir, das verkaufen wir. Verkaufen, definitiv verkaufen, oder? Benötigt Stufe 6, ja, einen kleinen Knüppel, den brauchen wir jetzt nicht. Nilfgaardisches Langschwert. Hat plus einen Schaden, aber nein. Ist langsamer, es ist schwerer als unseres. Und deswegen Hexastahlschwert. Genau, das wollte ich ja sowieso Verbesserungen. Wird in einer freien Fassung eines Ausrüstungsgegenstandes platziert, um dessen Eigenschaft zu verbessern, okay? Jägerstiefel verkaufen. Die Igni-Rune, die behalten wir einfach mal. So, was haben wir hier sonst noch zu verkaufen? Ertrunkenen Gehirn, alchemische Zubereitung, okay. Was hat er denn sonst noch hier? Pferd mit Scheuklappen geht zu schnell, nicht so schnell durch. 20 Paaren Stufe des Pferdes. 25 Ausdauer. Plus 30 Kapazität der Satteltaschen. Okay. Aber nee. Gut. Das soll erstmal reichen an Verkaufen hier. Obwohl hier die stumpfe Beil. Da kommen, die kommen auch noch verkaufen hier. Verkaufen auch mal noch die neuen Asche. Das Plunder, komm, verkaufen. Pferdehaut, verkaufen.
Rasiermesser, ein Fläschchen. Gott. Sonst nie, haben wir noch sonst nichts mehr hier. Hundetalk, alchemische Zutaten, okay. Bis dann. Pass auf dich auf. Und dann gehen wir nochmal ganz schnell hier vorne in die Taverne. Die Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Da in die Taverne will ich noch ganz schnell. Also haben die Leute einen Angst. Brauchst du sonst noch was? Hast du was Neues? Interessantes unter der Theke? Kommt drauf an, was du suchst. Oder aufgestockt vielleicht? In der Tat hat sie. Wir kaufen uns die Backkartoffeln. Das Brot ignorieren wir jetzt einfach mal. Käse. Hühnchen. Hühnerbein. 5 Sekunden, 10 Sekunden, 5 Sekunden. Für 315 Hühnerbein kaufen? Nee, oder? Das lohnt sich eigentlich gar nicht. Ich meine, wir haben noch gebratenes Fleisch, haben wir noch da. Wir haben hier Wolfsleber, haben wir noch ein bisschen was da. Von dem Zeug verkauft sie nichts. Also möchte sie nichts haben. Wo haben wir jetzt eigentlich hier unser anderes Fleisch eigentlich eingebracht hier? Ich habe eben gerade ihr Dings gebratene Kartoffeln gekauft. Wo sind denn die jetzt eigentlich hin? Ich habe keine Ahnung. Nun gut. Leb wohl. Leb wohl. So, mit denen können wir eigentlich auch allesamt reden, aber habe ich jetzt eigentlich gar keinen Bedarf. Ach, die Backkartoffel hat mal unten drin gehabt, schon in der Leiste. Da ist ihn hingewandert. Alles klar. Okay, Freunde. Ich würde sagen. Ich heiße jetzt Dervan. D-E-R-V-A-N. Nicht Freudemar. Aber warum denn? Und ich würde sagen, in der nächsten Folge folgen wir uns dann auf die Reise darüber. In Richtung dieser Festung, wo wir hin sollen, also dahin irgendwo. Ich sage, nehmen wir hier über den Fluss, gehen noch hier dran vorbei, nehmen das Fragezeichen noch mit. Gucken eventuell noch, was es hier mit sich auf sich hat und dann auf jeden Fall noch hier oben das Fragezeichen. Und ja, das schauen wir uns also in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein klein wenig Spaß. Hat mir ein bisschen gefallen. Ich hoffe, es hat euch ein kleines bisschen gefallen, was ich euch hier gezeigt habe. Und morgen geht's dann weiter. Wir müssen dann weiter um die Quest kümmern. Flieder und Stachelbeeren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schaut morgen eine neue Folge. Witcher 3 Wild Hunt. Ich sage, gehabt euch wohl und bis dahin.